Ein kostenloses, warmes Mittagessen für den kleinen Max Laue. Er kommt fast jeden Tag mit seiner Familie in die Hilfseinrichtung Arche in Berlin. Seine Mutter ist alleinerziehend und arbeitslos. Rund 1.100 Euro staatliche Hilfe hat die Familie im Monat. Doch oft reicht es nicht. 1.100 Euro sind nicht viel Geld in Deutschland. Jessica Laue schämt sich nicht, zum Essen mit ihren Kindern hierher zu kommen. Weil ich sage mir, ich muss es machen, um meinen Kindern andere Sachen ermöglichen zu können. Sonst würde das nicht gehen. Ich bin froh, dass es diese Einrichtung gibt. Und ich finde es auch schön, dass man sich hier wohlfühlen kann. Hier in Marzahn-Hellersdorf im Osten von Berlin leben fast 40% der Kinder an der Armutsgrenze. Das heißt, sie leben in Familien, die weniger als 60% des deutschen Durchschnittseinkommens zur Verfügung haben. Wolfgang Büscher von der Hilfsorganisation Arche kann nicht verstehen, warum in einem reichen Land wie Deutschland Kinder in Armut leben müssen. Von Sozialhilfe leben heißt oft am Rande der Gesellschaft leben. Wir grenzen Millionen von Kindern in Deutschland aus, obwohl der Mensch, das Kind eigentlich das wichtigste Gut in einem Land ist. Es ist sehr traurig, diese Kinder werden wahrscheinlich auf Dauer für die Gesellschaft verloren sein, wenn wir ihnen nicht helfen. Jessica Laue weiß das und will das für ihre Kinder unbedingt verhindern. Hier, Jungs, könnt ihr Fußball spielen? Die gelernte Lackiererin hat letztes Jahr noch eine Umschulung zur Industriekauffrau gemacht. Einen Job hat die alleinerziehende Mutter dennoch nicht bekommen. Ich bewerbe mich sogar im Ausland, in der Hoffnung, dass ich da dann irgendwann mal jemand finde, der sagt, ja, die Frau nehmen wir. Ja, und ansonsten nicht aufgeben, dranbleiben. Die Kinder spüren jeden Tag, was es heißt, arm zu sein. Max ist stolz auf sein Fußballshirt, auch wenn es ein altes Modell ist. Aber natürlich will er auch all die Dinge, die viele andere Kinder in seinem Alter haben. Nur, er bekommt sie eben nicht. Dass wir gute Fußballschuhe haben und eben, dass wir ganz viele elektronische Geräte haben und dass ich wieder einen MP3-Player kriege, weil jemand hat mir einen MP3-Player geklaut. Wir waren jetzt zum Beispiel letzte Woche Eis essen gegangen. Und dafür musste ich halt 2 Wochen Blut und Plasma spenden gehen. Aber ich konnte meinen Kindern das halt, wo man sagt, so, das macht man auch nicht ständig, denn. Eigentlich macht Jessica Laue vieles richtig. Ein Schutz vor Armut ist das in Deutschland nicht.